Hallo meine YouTube-Freunde, meine Facebook-Freunde. Ja, ich möchte euch zeigen, was am 10. und 11. Dezember 2018 unterschrieben werden soll in Marrakesch, Marokko. Das ist der Bericht der Generalversammlung, die Zusammenfassung vom 30. Juli 2018. Okay, und das ist ja dieser unverpflichtende globale Migration- und Flüchtlingspakt. Gell? Das sind zwar verschiedene Pakte, die dort dann zusammen unterschrieben werden. Und das ist ja alles so unverbindlich. Gell? Da geht es ja nur um Migration und so weiter. Okay, und jetzt schauen wir uns das an. Wir machen die Suche auf das Wort verpflichten. Also wir verpflichten uns. Und das schauen wir jetzt an, wie oft das in diesem unverbindlichen Dokument vorkommt. Also, los geht's. Ihr könnt da allerdings sehen, wie das eben, wie viele das sind. Okay, fangen wir an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. So, 46 sind wir wieder oben. Also 45 Mal kommt vor, wir verpflichten uns im globalen Pakt niedergelegten Ziele und Verpflichtungen im Einklang mit unserer Vision und unseren Leitprinzipien zu erfüllen und zu diesem Zweck auf allen Ebenen wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um eine in allen Phasen sichere, geordnete und reguläre Migration zu ermöglichen. Das heißt, da gibt es 45 Punkte, wo verpflichten uns steht. Da ist nichts unverbindlich, okay? Überhaupt nichts. Unsere Politiker lügen uns an. Kanzler Kurz und Stellvertreter Strache lügen uns an. Genauso wie Merkel und alle anderen von dieser ganzen Migrationsagenda. Und das ist eben der Bericht, der anscheinend unterschrieben werden soll. Es gibt denn noch den Flüchtlingspakt und den Migrationspakt. Okay? Das ist der Teil 2, das ist der Pakt für die Flüchtlinge. Dann anscheinend Teil 1 ist globaler Pakt für Migration. Und alles zusammen ist eben das, was unterschrieben wird. Und das ist verpflichtend, meine Lieben. Also, jetzt habt ihr es gesehen, schaut es selbst nach, teilt es bitte und seid dagegen. Weil das ist nicht gut für uns. Wir wollen uns nicht verpflichten, Millionen Menschen aufzunehmen und alles für sie zu bezahlen. Okay. Also alles Liebe, schöne Zeit dabei, macht es gut.